Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute zeige ich euch die Matchtech-Sammelmappe 16-17. Und zwar ist es die drittletzte, oder besser gesagt mittlerweile aktuell die viertletzte Matchtech-Serie, die erschienen ist. Und das war die Serie, wo ich dann auch bei der Tops-Meisterschaft dabei war. Und um die Meisterschale, also um die Meisterschaft mitgespielt habe. Später werden wir uns dort auch noch meine Urkunde angucken. Erstmal Werbung in eigener Sache, und zwar: Ich danke euch sehr für den Support. Ich habe jetzt mit dem Video heute am Montag seit 2 Wochen entweder jeden Tag einen Livestream gemacht oder ein Video hochgeladen, und ich ziehe das auch in den Ferien die nächsten 2 Wochen so durch. Ich möchte nämlich einen Monat lang jeden Tag ein Video bringen, um meinen Kanal und den Algorithmus wieder hoch zu pushen, Leute. Der war ziemlich am Boden, wo ich in der Zeit in London war und ein bisschen das alles geschleifen lassen habe. Jetzt geht's aber wieder richtig los, Leute. Und nochmal Werbung eigener Sache. Und zwar unten in der Beschreibung könnt ihr gerne das Instagram von Leon, Lasse, Levi, Corvin und Mika auschecken. Das sind meine 5 besten Freunde oder 5 besten Kumpels, die ich habe. Besser gesagt, bis auf Lasse wohnt keiner in meiner Stadt. Moin moin. ja, auf jeden Fall. Die alle bis auf Lasse habe ich durch YouTube kennengelernt, und Lasse hat mir auch schon sehr auf YouTube weitergeholfen. Deswegen, Lasse ist ja schon ewig in meiner Beschreibung verlinkt, aber die könnt ihr auch auschecken unten in der Beschreibung, und die sind jetzt auch wirklich für immer da verlinkt. Ich wollte ihnen einfach was zurückgeben und danke für den Support, Leute. Schafft für heute die 20 Likes auf dieses Video. Kommt ihr sowieso jeden Tag ein Video, deswegen nice. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaub's auch. Nee, das war's auch komplett. Auf jeden Fall. Die 16-17-Sammelmappe mit Luis Holtby, Thomas Müller, Jonas Hector, Willi Orban, Leipzigs erste Bundesliga-Saison, Jakub Blaschikowski und Sandro Wagner. Ich würde sagen, das Video wird sowieso wieder zu lang, deswegen gucken wir uns einfach direkt die Sammelmappe an. Hier wieder Checklist, das ist super, dass hier eine Checklist ist. Dann habe ich hier das Cover wie schon bei einer anderen Serie kleingeschnitten, damit wir die Karten auf einer Doppelseite haben. Und so sieht das Album dann aus. Und zwar: Jede Mannschaft hat eine Kapitäns- und eine Starspielerkarte, sowie Unterkategorien hier mit goldener Schrift wie Routinier, Torjäger, Top-Transfer. Solche Kategorien gibt es Gaston auch, aber zwei sozusagen silberne Glitzerkarten hatte jeder Verein bei seinen Karten. Ihr denkt euch, wo sind die Club-Logos? Kommen wir später zu. Das war die beschissene Idee von Tops damals, die Club-Logos ganz am Ende aller Mannschaften zu machen auf eine Seite, wie schon damals in den allerersten Matchtech-Saisons. Das war nicht so schön, fand ich. Aber hier haben wir Paul Verhaag als Kapitän und Daniel Bayer als Starspieler bei den Augsburgern. So, Hertha BSC mit Darida und Ibisevic als Glitzerkarten. Dann hier Sousa haben wir noch, Lustenberger, Sakalu, der war auf jeden Fall der Torjäger hier damals. Viele Spielerleute spielen ja auch bei den Vereinen noch, aber ein paar auch nicht mehr. Dann bei Bremen. Garcia war der Starspieler, keine Ahnung warum. Und Fritz, das war glaube ich die letzte Saison von Clemens Fritz, der war Kapitän. Übrigens, falls ihr irgendwelche anderen Sachen außer meine Stimme oder irgendwas, was in meinem Zimmer hört, ist das Fenster auf, Leute. Da ich hier wirklich schlecht aufnehmen kann, weil in meinem Zimmer ist es so warm, Leute, und ich habe mal das Fenster auf, weil gerade hat es mal aufgehört zu regnen oder zu schneien, deswegen lasse ich mal eben das Fenster auf. So, dann haben wir Werder Bremen. Max Kruse zum Beispiel. Darmstadt. Diesen in dieser Saison abgestiegen. Mit Sulu als Captain und Niemeyer als Starspieler. Ja, die wurden dann ja, glaube ich, auch letzte in dieser Saison. Dann der BVB. Mario Götze, Starspieler. Würde ich jetzt nicht sagen, war damals passend. Da war das schon langsam die Zeit, wo er dann langsam schlechter wurde. Mittlerweile ist er ja relativ wieder auf gutem Niveau. Und Marco Reus war der Kapitän. Und das war die Saison, wo, glaube ich, Aubameyang nachher weggegangen ist. Oder mitten in der Saison. Und Dembélés erste Saison bei den Dortmundern. So ein Ding ist. Und hier noch André Apfelsaft Schürrle. Ah, nee, Digga. Bei manche Spieler wird sich so witzig gemacht, aber manchmal haben die Spieler, also durch ihre
ihren Werdegang auch gar nicht anders finden. Da haben wir zum Beispiel noch Batra, Sokrates, Pulisic. Und zwar, ich kann es euch ja mal erzählen, Sokrates, Mkhitaryan, der ist hier gar nicht mehr dabei, der war schon in der Saison davor weg. Und Aubameyang sind ja alle zu Arsenal gegangen und Mkhitaryan spielt ja mittlerweile bei AS Roma in Italien. So, dann Frankfurt mit Radetzky, keine Ahnung. Auf jeden Fall ungefähr so. Dann zum Beispiel, der Starspieler war Hushti, aber konnte ich jetzt auch nicht verstehen, wieso das Starspieler war. Dann die erste Bundesliga-Karte von Ante Rebic, Seferovic, Alex Meyer als Kapitän. Jetzt laufen gleich Leute an meinem Haus vorbei. Nice. Dann Freiburg. Starspieler Marc-Oliver Kempf. Ja. Und der Kapitän Julian Schuster, der hat nach der Saison auch die Karriere beendet. Petersen ist hier und Dierlechner. Oh, ich laufe nicht wirklich an meinem Haus vorbei. Dann der HSV. Lev ist HSV-Fan. Hier, deine HSVer Jungs mit Kleberreis. Und dann haben wir Giroud, Holpi, Gregoritsch, Lasogga, Waldschmidt. Musst du aufpassen, Leute. Die Leute gucken alle in mein Haus rein. Das ist nicht angenehm. Ich schwitze schon. Dann haben wir hier die Hoffenheimer mit Süle als Starspieler. Und Eugen Polanski Kapitän. Polanskis letzte Saison müsste das auch gewesen sein. Und Süle weiß ich gar nicht. Hat er noch eine Saison gespielt da? Oder ist er dann direkt zu den Bayern schon gewechselt? Uth haben wir hier noch. Wagner, Kramaric, der ja von Leicester eine halbe Saison davor gekommen ist. Dann die Ingolstädter, diesen Jahr in der Saison hier auch wieder abgestiegen, mit Sotner als Starspieler und Marvin Matip als Kapitänkarte. Hartmann, Lecky, Hinterseher hatten eigentlich schon ein paar stabile Stürmer. Dann Köln mit Starspieler Horn und Kapitän Lehmann. Die waren, glaube ich, in der Saison, lass mich kurz überlegen, die waren nicht aufgestiegen. Nee. War eigentlich Ingolstadt wieder aufgestiegen? Nee, Ingolstadt kann auch nicht aufgestiegen sein, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das letzte Mal im Update, was ich aufgenommen habe, ist schon ein paar Tage länger her. Dann Leipzig, aber die waren aufgestiegen, das weiß ich. Mit Kapitän Dominik Kaiser und Starspieler Sabitzer. Und die erste Bundesliga, Werner hatte ja schon bei Stuttgart gespielt, aber die erste Leipziger Karte von Werner. Den haben sie sich nämlich geholt, vorher, wo sie in die Bundesliga gewechselt sind. Halzenberg haben wir dann hier noch, Klostermann, Orban spielt dort auch noch, Keita von damals, also der ist mittlerweile relativ gut her. Hier, wir wissen, Forsberg, Selke, Paulsen, Werner, Sabitzer, ja. Dann Leverkusen mit Leno, das war die letzte Saison von Leno bei Leverkusen. Der Lars Bender ist Kapitän und der Hakan Çalhanoğlu, der Starspieler. Dann Mainz, Nico Bungas letzte Saison als Kapitän und Starspieler Christian Clemens. Würde ich jetzt nicht so sehen. Also manchmal denke ich mir auch, was hat Topstar damals für Spieler ausgewählt. Dann Gladbach, Jan Sommer. Christoph Kramer war Starspieler und Darstein wird Kapitän. Thorgan Hazard zum Beispiel noch da. Vestergaard. Dann die Bayern mit einigen guten Spielern. Lahm war Kapitän. Ja. War das die letzte Saison? Nee. Der hat auch noch eine Saison danach gespielt, glaube ich. Ich glaube, den sehen wir noch im nächsten Album. Sonst schon mal tschüss, Philipp. Und David Alaba als Starspieler. Und hier die erste Saison von Sanchez bei den Bayern. Aber das war die letzte Saison von Xabi Alonso, das weiß ich. Klaas Costa war hier noch bei Bayern. Bernard, der immer noch an allem schuld ist, wie wir bekanntlich wissen. Dann Schalke 04, Kapitän Hövedes. Starspieler Max Meyer, Leute. Und die The One and Only, The First Bundesliga Card from Briel Embolo. Miss 77. Nice. Die erste Karte von Briel Embolo in der Bundesliga. Und da steht noch nicht mal ein Top-Transfer dran, ne? Oder Neutransfer. Aufrecht hier, Neutransfer Ronaldo. Hätten sie mal rausschmeißen können. Ah, Leute, nehmt meine Witze nicht zu ernst. Ich bin ein bisschen, ihr wisst ja, im Bolo ist mein Glücksspieler. Auf jeden Fall dann war das die Saison. Nach der Saison ist Max Meyer, glaube ich, weggegangen. Ne? So müsste das eigentlich gewesen sein. Oder? Nee, eine Saison, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Stuttgart in der Saison hier vorher abgestiegen. Deswegen war hier Wolfsburg das letzte Team. Mit Benaglio als Captain. Das war, glaube ich, aber auch die letzte Saison. Da haben sie sich Kuhn Castils geholt. Und Starspieler Ricardo Rodriguez, der auch relativ schnell dann
zu AC Milan weggegangen ist. So, dann kommen wir zu den Club-Logos. So, alle Club-Logos auf einer Seite. Das hat sich Topps damals gedacht, könnte doch nice sein, die Club-Logos nicht bei den Clubs, sondern einfach auf einer Seite zu haben. Sieht ja auch ganz schön aus, muss ich zugeben. Bloß bei den Clubs sieht das halt schon ein bisschen besser aus, finde ich, wenn die Club-Logos da oben links in meiner Ecke sind. Aber in der nächsten Saison wurde das geändert, kann ich euch schon wieder spoilern. Dann die Matchwinner. Ich glaube, das war die letzte Saison, wo die Matchwinner hinten so im Album war. Danach sind die jetzt immer bei den Mannschaften, ja. Und mir fehlen 4 Matchwinner. Hier auf der ersten Seite fehlt mir keiner. Das sind bei Augsburg, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dortmund und Frankfurt alle Matchwinner da. Plus der Club 100 von Aubameyang. Jetzt ist hier ein Feuerwehreinsatz. Meine Fresse. Jetzt muss ich hier wirklich das Fenster zu machen. Ich könnte kotzen, Alter. Leute, sorry, aber jetzt sind hier 5 Minuten Sirene, Digga. Was soll denn das? Auf jeden Fall ist hier der Stürmerclub 100 Aubameyang gewesen. Oh nee. Dann haben wir Freiburg, Hamburg und Hoffenheims Matchwinner. Vollständig. Digga. Mann. Ist doch scheiße mit der Sirene. Dann bei Ingolstadt fehlt einer und das ist Hinterseher als Matchwinner. Der fehlt mir da. Dann der Club 100, der verteidigt war in der Saison Jonas Hector. Aber sonst sind Köln und Leipzig das Matchwinner auch komplett. Jetzt auf der nächsten Seite fehlen 3 Matchwinner. Einmal bei Leverkusen fehlt Julian Brandt. Aber sonst sind Tah und Hernandez da. Mainz ist komplett. Dann haben wir die Mittelfeldclub 100 mit Moderhut. Und die Limi fehlt. Der Matchwinner, der fehlt, ist, sorry, Andreas Christensen. Der fehlt mir da. Und bei Bayern natürlich 2 Club 100, wie fast in jedem Jahr bei Matchchecks gefühlt. Manuel Neuer als Torwart Club 100 und als 101 den Thomas Müller. Den konnte man ja auch mit Trikot und mit Autogramm ziehen. Da kommen wir später noch im Sammelmagazin zu. Und Coman von den Bayern ist auch noch da. Und bei Schalke sind Fährmann und Choco Moting da. Dort fehlt noch Leon Goretzka als Matchwinner. Aber die Wölfe sind komplett als Matchwinner-Team. Oder besser gesagt, die Matchwinner der Wölfe. Dann, hier waren natürlich auf einmal wieder alle Logos der zweiten Liga bei den Zweitligamannschaften. Das war das, glaube ich, das Jubiläumsjahr. Da wurde, glaube ich, Braunschweig 50 Jahre, kann das sein? Kommt hin. Ich glaube, die wurden 50 Jahre und deswegen haben sie dieses spezielle Logo gemacht. Auf jeden Fall hier einige Vereine, eigentlich gute Vereine in der zweiten Liga, die nie abgestiegen sind bisher. Hier noch andere Vereine, zum Beispiel Hannover, die waren die in der Saison vorher abgestiegen, mussten eigentlich, ne? Die müssten in der Saison vorher abgestiegen sein. Ja, die sind abgestiegen in der Saison vorher, stimmt. Ja. Und wenn ich jetzt weiterblätter, kommt, ja, und Stuttgart. Also Hannover und Stuttgart waren in der Saison davor abgestiegen. Und hier haben wir noch zum Beispiel 60 München. Das war die Saison, wo sie dann in die Relegation mussten und dann in die vierte Liga mussten, weil sie keine Lizenzen, also keine Lizenzen bezahlen konnten. Und das war die Saison, wo einfach die Würzburger Kickers aufgestiegen waren in die zweite Liga. Die sind aber, glaube ich, direkt wieder abgestiegen oder haben nur ein Jahr oder 2 Jahre dort überlebt. So, jetzt kommt hier noch die Hattrick-Helden. Es gab damals 4 Hattrick-Helden, 3 aus der ersten Liga mit Co. von Augsburg, Pizarro von Bremen und Meier von Frankfurt und einer aus der zweiten Liga, das ist Klos, der ist eigentlich immer eine Hattrick-Helden- oder Torjägerkarte. Und dann, das war in der Saison davor, da hat Lewandowski gegen Wolfsburg ja dieses 5:1 gemacht, innerhalb von, glaube ich, 15 Minuten, glaube ich. Und das ist die schnellste Hattrick-, Vierer- und Fünferpack-Karte, die es gibt, oder besser gesagt. Dafür hat er eine Karte bekommen. Und dann noch die 4 Taktikkarten. Abseits, Elfmeter, Fallrückzieher und Superskill. Sowie die T5, die Nachspielzeit. So, jetzt kommen wir zu den Limis. Und das war die letzte Saison ein Glück mit Bronze, Silber und Gold. Wir gucken uns jetzt erstmal nur die Gold-Limis an, da ich die erstmal auf die erste Seite gepackt habe. So. Und zwar fehlen mir hier noch eine Limi. Und das ist Matthias Lehmann von Köln. Und den gab es bei PrintMe. Den habe ich immer noch nicht. Also PrintMe habe ich ja bisher noch nie gemacht, deswegen fehlen mir doch alle Limis. Aber sonst sind alle Limis da. Zum Beispiel Hideki gab es in so einer Zeitschrift. Petersen war, glaube ich, in der Tindose. War Iron Hunt im Starter-Pack? Kann so sein. Nee, Davi war in so einer, war in der Dose. Selke war, glaube ich, im Adventskalender, soweit ich weiß. Dann haben wir aber hier ganz viele exklusive Limis. Und zwar
Da fing es nämlich an, dass ich wirklich alle Limis gesammelt habe, bis auf die Print Me oder so. Und zwar die Meisterschale, die zweiten Bundesliga haben wir, den Ball haben wir, den Fußballfuchs und das Bundesliga-Logo. Und dann noch Kolasinac und Mali von Match Extra. So, blättern wir um zu den Bronze-Silber-Gold-Limis. Wir machen das. Und zwar, hier oben fehlt mir gleich mal direkt eine Limi komplett in allen Varianten. Das ist John Anthony Brooks. Den gab es nämlich mit Karim bei der Rabbit, den ich auch mal gerade in Bronze habe. In den Matchtext Extra Displays. Ja. Den Hartmann gab es damals in den Blistern. Da habe ich auch wirklich nur 3 Blister gebraucht, das weiß ich noch. Da habe ich mir 3 Blister gekauft und ja. Und das war, glaube ich, auch die erste Serie, zu der ich auf YouTube wirklich Unboxings gemacht habe. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch Bell, der war Multipack damals. Dann Westergaard, der war in der Mini-Tin, aber da habe ich auch nur eine Tin gekauft, weil es, glaube ich, auch nur ein Design gab. Und da habe ich dann auch nur die Bronze-Dinger gezogen. Und den Hummels gab es in den Boostern. Und dort habe ich Bronze und Silber gezogen und die Goldene fehlt mir bis heute. So, und dann haben wir hier noch die Meisterschale. Die Bronze hat man sowieso bekommen, wenn man damit gespielt hat. Wenn man ins Achtelfinale gekommen ist, hat man die Silberne bekommen. Und ich glaube, es hat nur ein oder... Nee, es gab ja 4 insgesamt, glaube ich. Wir können das ja mal ganz kurz im Sammlermagazin gucken. Das war damals richtig schön gemacht. Das war richtig übersichtlich. Hier gab es nochmal alle Karten erklärt. Dann hier diese... Stimmt, es gab an Bahnhöfen dieses... So eine Box, da waren, glaube ich, 100 Päckchen drinne. Und davon, nee, oder mehr, 500 Päckchen kann das sein. Und da waren in 10 Päckchen so Päckchen drin. Das waren 10er Päckchen und da waren in 10 Päckchen einfach alle Club 100 drin. Und irgendwie noch andere Special-Karten, glaube ich. Also das war voll selten. Dann gab es hier noch Super-Skills, sozusagen, wer die besten Stats auf welcher Position hat. Siehst du hier, das meine ich, nämlich Thomas Müller mit Unterschrift und als Trikotkarte. Die hat Ben Master voll gezogen und Packs United, das weiß ich. Und die Meisterschallkarte, da sagt ja Ben Master voll auch immer, er hat noch nie eine gesehen und ich glaube auch nicht, dass wirklich eine von der Meisterschallgravurkarte wirklich gedruckt wurde. Und wenn dann, ja, selten. Und da kann man natürlich, wenn man diese Karte gewonnen hat, auch noch bei irgendwie bei was anderem mitmachen, keine Ahnung. Ah, nee, das war die Aktion. Auch da fing es an, Magitex in der Schule. Da hat Tops irgendwie so mit Magitex gerechnet oder so. Keine Ahnung, also egal. Das war Pro 11, Leute. Habe ich damals auch gespielt. Und dann hier die Produkte. Da gab es die Kombi-Box, den Adventskalender, die Sammeldose, Mini-Sammeldose, Multipack und die Blister-Pack. Und unsere Limi, die uns fehlt, ist hier die Lehmann-Limi aus dem Tops Print Me. Ja. Die Meisterschale habe ich. Also mir fehlen wirklich nur noch ich habe wirklich alle Limis. Fällt mir gerade auf. Habe ich die Meisterschale der zweiten Bundesliga? Ja, habe ich. Ich habe Torfabrik, Meisterschale Fußballfuchs. Ich habe wirklich alle Limis damals. Ich hatte alles bis auf die Bronze, Silber und Gold Limis und den Lehmann, wirklich, fällt mir gerade auf. Und hier kommt dann auch die Goldschale und dann im Adventskalender waren die Maskottchen oder Fanpower-Karten. Sagen die Mannschaften, die kein Maskottchen haben, die haben dann so eine Fankarte bekommen. Wie Augsburg, Bremen, Darmstadt und Mainz. So, die anderen hatten natürlich Maskottchen und im Real, also wirklich richtige Tiere, haben hier Frankfurt mit Attila und das ist schon wirklich Tradition, Köln mit Hennes. Wie ich gesehen habe, hat der auch letztens Kinder, kann man Kinder sagen? Hat auf jeden Fall Nachwuchs bekommen. Somit ist die Generation Hennes gerettet. So. Und das war's dann von den Karten. Siehst du dieses Print Me? Das meine ich nämlich. Diese Limi fehlt mir hier. Matthias Lehmann. Und wir wollten uns ja noch den Kram hier hinten angucken, den ich immer gewonnen habe. Und zwar habe ich hier das Sammlermagazin, dann habe ich hier meine Urkunde. Hendrik Schuster belegt den 14. Platz in Bremen. 2016-17. Ah ja. Und dann habe ich hier noch das Spielfeld, hier noch ein Sammelmappen. Ich habe nämlich, glaube ich, von der Serie 6 oder 7 Sammelmappen. Die habe ich, glaube ich, einfach mal günstig auf eBay erboten. Und die waren noch alle OVP eingepackt, deswegen hatte ich diese Limit, die im Starter Pack war auch 5 oder 6 mal doppelt. Ja. Und ich habe die immer Sammelmappen immer nur. Rede mal ordentlich den Trick. Ich habe die Sammelmappen nur benutzt dafür, immer die ganzen Doppelkarten zu behalten. Oder besser gesagt, zu sortieren. Hier nochmal. Also ich kann euch das ja nochmal vorlesen. Karten mit Spänen und Meisterschalengravur.
Diese besonderen und starken limitierten Karten enthalten ein historisches Stück Bundesliga-Späne der Meisterschalengravur 1516. Als der FC Bayern München als Meister eingraviert wurde, haben wir die Späne aufgefangen und sie nun in diese besondere Karten integriert. Ich glaube, es gab da 10 Stück von. Keine Ahnung. Digga, also ich weiß halt nicht, ob ich das glauben soll, weil, Bruder, ich habe davon noch nie eine gesehen und ich kümmere mich wirklich sehr um diese alten Karten, auch besonders diese Lazoga-Karte, die ich habe. Wenn ich da eine sehe, gucke ich mal, wie viel die so angeboten wird, damit ich so weiß, wie viel die ungefähr wert ist. Noch nie davon was gesehen. Aber egal. Das war's vom Video. Gerne, Leute, nochmal am Ende, gerne abonnieren und liken. 20 Likes schaffen wir heute auf dieses Video. Und sonst, ja, was weiß ich sonst. Leute, das war cringe. Auf jeden Fall hier noch die Leute in der Beschreibung abchecken, mich abchecken, abonnieren und liken. Hier kostenlos abonnieren. Dann hier ein Video, nee, die Playlist auschecken und hier ein Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Morgen kommt ein anderes Mappen-Update. Tschüssikowski und reingehauen.